Andi, hallo und willkommen bei meinem dritten League of Legends Let's Play. Heute spiele ich als Corki auf der Botlane und wir werden gegen eine Azrael Leona Combo antreten. Selber habe ich als Unterstützung einen Nunu und ja, generell ist das relativ ausgeglichen, würde ich mal sagen. Unser Cho wird gegen die Top Lane spielen und zwar gegen eine Nidalee. Generell hat Nidalee den Vorteil, aber wenn sich Nidalee Fehler erlaubt, kann sich das Blatt ganz schnell wenden. Auf der Mid Cutter gegen Diana. Wie immer keine Einschätzung für mich. Müsste theoretisch Counter sein. Aber gut, werde ich mich überraschen lassen. Und dann haben wir noch ein Fiddle und die Gegner in der Shield Warner. Ist alles sehr individuell. Wir haben weder viel CC noch. Also, ja. Also, generell ist eigentlich Kata ein ganz guter Pick gewesen. Die haben zwei CCs von Leona. Diana hat, soweit ich weiß, einen Zug. Der kann sie vielleicht auch countern. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Dementsprechend lasse ich mich einfach mal überraschen. Ich bin, wie gesagt, auf der Bot. Ja, und scheinbar hat der Grey, der Azrael, irgendwie einen entdeckt, der bei uns 07 gespielt hat. Wer war das? Mal nachfragen. Wer dann so schön gefällt hat. Gut, Fiddle habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Kann übel stark sein, war auch mal übel stark. Deswegen, ich weiß gar nicht mehr. Jetzt meint er, ich hätte ein Duo. Ah, so, Kata und Nunu sind Duo. Ja, das ist ja erstaunlich. Ja, dann bereite ich mich hier auf ganz epische Momente vor. Die Kata ist jetzt doch auf Top. Die Kata will also gegen Nidalee spielen. Kann auch funktionieren. Also Nidalee auf ist bis 6 auf jeden Fall ganz klar ein Nachteil. Und Cho jetzt in der Mitte. Da, AFK, so wie meistens. Richtig geil. Ich würde ihm jetzt eine relativ starke Leash geben, weil Phil ist relativ langsam anfangs. Natürlich ist er auch langsam im Kopf, wie man hier sieht. Dass er sich 10 Jahre Zeit lässt. Wenn er jetzt durchdreht, dass ich einen kleinen Wolf geklaut habe, ist er behindert. Gut, ich hoffe, jetzt verliere ich keine Creeps. Natürlich werde ich den wahrscheinlich. Ja, war klar. Oh, und da. Oh, ja. Ach, ist mir auch egal. Ich werde farmen. Ja, das ist natürlich jetzt richtig geil für uns. Danke, Joe. Hat er eine schön 400 Gold, portet wahrscheinlich noch B oder sowas und dann bin ich richtig am Arsch. Naja, Blue steht noch. Also. Ja, und der Azrael geht, wie gesagt, B. Gut, ich scheiß mir jetzt nicht ins Hemd, deswegen dem Fiddle tut's mehr weh als mir. Aber was soll's. Finde ich eh behindert zu flamen, teilweise. Also ich flame ganz gerne per Chat, aber ich mache es nicht so exzessiv wie andere. Und ich mache es auch wirklich nur, wenn die Leute es nicht anders verdient haben, weil manche sind halt einfach richtig behinderte Leute. Gut. Wie gesagt, wir haben eh ein übel starkes Midgame, wenn du es so willst. So viel AOE-Damage. Und die haben kaum eine Möglichkeit, da was gegen zu tun. Fuck. Bestimmt so ein Nunu, der sein E-Skillt. Ey, was ist das denn? Ja, weißt du, die Creeps sind aber auch so
Richtige Missgeburten, Creeps sind das, ja. Drei Creeps jetzt schon wieder gemisst, einfach weil die Creeps missgeboren sind. Das war richtig gut von dem. Richtig gut von dem war das. Und richtig schlecht vom Ezreal. Greedy wie ein Boss. Korki habe ich schon relativ lange nicht mehr gespielt, obwohl ich den ist eigentlich einer meiner Lieblings-ADs. Astral und Miss Fortune haben aber eher einen Stein bei mir sicher. Sollte eigentlich nicht sterben, wenn er keine zu derbe Scheiße baut. Ja, gut, stellt sie One Ward. Das ist aber ein komischer Platz für Ward. So, top, Nidalee gewinnt. Die haben ja auch ein Kata-Remake gemacht, wie ich gesehen habe. Irgendwie hat sie jetzt noch so ein Mini-AOE oder sowas. Und gar nicht so schlecht. Aber gut. Jetzt dreht der Fiddle durch. Ja, Level 2 Fiddle ist halt. Naja, brauchst. Ich glaube, es geht sein. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir gerade übelst den Vorteil, aber das sollte er nicht machen. Ich einfach schön ausspielen. Der in Lane pusht auch. Kack, das wollte ich gar nicht. Haben wir unsere Lane gerade ziemlich unter Kontrolle. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt Jungle haben. Shyvana. Ich glaube, deren Lane pusht langsam aber stetig, glaube ich, so wie das aussieht. Okay, Creep dafür gemisst. Geil. Das ist übelstes Timelag immer. Immer dieselbe Scheiße. Echt immer dieselbe Scheiße. Hätte ich die lieber noch finishen sollen. Das ist immer dieselbe Scheiße. Immer wenn du engage. Immer, selbst wenn du wirklich absolut nicht aggressiv in dem Moment spielst, wird ein Jungle kommen. Wirklich Murphy's Law vom Feinsten. Da kannst du dir echt. Meine Fresse. Ja, drei Wards, stell doch welche. Meine Fresse. Geil, geil, geil. Richtig geile Scheiße. Ja, okay, das macht er gut. Hat er gut gemacht, das muss ich ihm lassen.
24 spielen und dann Last Whisper, weil sie spielen eigentlich fast genau die gleichen Bild auf Ezreal. Diana Level 6. Troll. Ja. Kein W, wollte ich sagen, kein Mana dafür. Sonst wäre er wahrscheinlich, also hätte ich auf jeden Fall noch einen Flash von ihm gezogen. Die Leona baut ziemliche Scheiße. Oben der Cho macht es ganz gut. Warte, ich schau mal eben hin. Ja, sie wird. Ne, scheinbar nicht. Oder? Hat sie nachgeflasht? Bin mir gar nicht sicher. Hier nichts. Ja, er hat auch Life Leech. Aber naja. Ach, Kata hat noch gar nichts gemacht. Der Fit macht das scheinbar. Das ist jetzt nicht so geil. Ist mir auch egal, ob er. Das war es für mich wert. Ich weiß nicht, ob er den gekillt hat. Naja. Toll. Hat er noch Flash gezogen? Vollkommen dämlich. Vor allem, weil ich EP musste. Na gut, soll er machen, was er will. ...79 zu 62, also ich habe definitiv einen Goldvorteil gerade. War nicht gut von mir eben, das war klar, ich hätte wahrscheinlich einfach nur stehen bleiben sollen. Aber was soll's. Kata ist keine Ahnung, was die da macht. Aber gut. Ja. Ich wäre auch gar nicht reingegangen, hätte er nur noch nicht gerade sein Ulti gezogen, aber. Musste ich halt jetzt Flash ziehen für den Kill, aber das ist vollkommen okay gewesen. Ich meine, ein Kill für einen Flash. Immer. Ja, gut. Ich mag sie wohl nicht so. Ja, und da hat er den Flash jetzt gebraucht. Aber gut. Hat er halt einen Kill vorher gehabt. Habe ich jetzt zwei für. Können wir auch den Tower jetzt eigentlich pushen. Oder nicht. Wie viele Kills hat sie denn? 2, 0, 1. Ja, ganz okay. Also hat sie ihren Job als Jungle wohl ganz okay gemacht.
wollte er wohl mit, man sieht es, also er wollte wohl mit einem Ult casten, weil der Trick bei Nunu, vielleicht wissen es ein paar nicht, man sieht das Ult nicht von außen, wenn er es im Busch castet. Das heißt, wenn du reinläufst und er das voll durchgezogen hat, kriegst du vollen Damage und. Da wird sie jetzt bestimmt wütend sein. Vor allem diese Diana ist irgendwie AFK oder so. Keine Ahnung, was die macht. Auf jeden Fall 8 Kills 14. Minute habe ich gerade, also übelst fett. Achso, ich habe jetzt gerade mal gefragt, ob es AFK ist, weil mir kommt es echt so vor. Meinte Ezreal, ja, I see. Kein so schönes Game, das ich hier euch zeige, aber gut. Da müsst ihr durch. Fiddlesticks meint, jetzt ist sie nicht. Was soll ich glauben? Ah, sie ist nicht AFK. Das wird meine Rache für eine Lüge geben. Wenn sie jetzt weiter drauf geht. Also ich bin übelst fett jetzt. Und ich bin jetzt nicht unbedingt ein AD, der sein Kill, sein Feed nicht nutzt. Toll. Begrüße ich mal die Nidalee. Mit meiner Liebe. Ja, Trinity Force 14. Minute oder so. Kann man nicht klagen. Jetzt sollte sie gleich rausgesprungen haben. Ja, war abzusehen, dass er das probieren wird. Ich hatte zwar noch Flash ready, aber ja. War jetzt nicht so knapp. Ich glaube, sie hat sogar ihren Q auf mich raufgesetzt. Oder ich glaube, ihren E hat sie gar nicht gesetzt. Bin mir da jetzt aber nicht so sicher. In der Mitte ein bisschen Action. Oh, schön, das Ulti, aber das war jetzt, das war kein Skill, das war einfach nur Time-Lag eben. Jedenfalls meiner Meinung nach, ich bezweifle, dass sie ihre Reflekt seines Gottes hast. Oh, nicht so gut. Ich finde nur, das Ulti macht doch kaum Schaden, wenn es nicht durchgezogen ist. Und selbst dann macht später keinen Schaden mehr. Leona hat 7-mal gestorben. Das ist viel zu extrem. Also ein schlechter Support kann auch Games verlieren, auf jeden Fall. Sie ist ganz schön tanky, muss ich sagen. 25 AP? Wodurch? Ach, Ignite und das. Gut, HP Nidalee wird ja auch nicht mehr gespielt, ist ja auch. Jetzt schlägt der Fiddle einen Handel vor. Wenn Serenet wird, reporten wir Leona oder sowas. Jedenfalls bezweifle ich, also sowas ist hier.
beide bekommen, diese Bitch. Ja, haben sie jetzt eher Nunu gekillt, anstatt auf mich zu gehen. Und sie spielt auch in Trinity Force First, wobei sie kaum Feed hat. Was hatten sie? 125. Oh fuck! Das war richtig dämlich. Ich dachte, er choked die vorher. Naja. Gut. Was soll's. Last Whisper ready. Top gemacht von der Katharina. Spielt MR, einfach um MR zu haben. Muss ja unbedingt ein Abyssal sein, weil das ja jeder spielt, ne? Eieiei, da. Ja, da sieht man schon die ELO-Tendenzen hier. Oh, aber ich spiele doch so gut, ich gehöre doch gar nicht in die ELO-Hölle. Oh. Mensch. Nö, also wenn ich das spiele, dann spiele ich auch, dann carry ich immer, aber ich kann ja nicht vier Leute carry. Sowas kommt dann immer von solchen Leuten. Also die Nidalee ist wohl die gefährlichste von denen mit Abstand. Einfach weil sie mit Trinity Force den Burst hat, der mich killen könnte. Ein bisschen Life Leech. Das ist der passte, der Buff von Nunu ist einfach richtig übel. Alter. Irgendwie der Cho geht jetzt nicht so hart ab. Kata ist schon wieder tot. Jetzt holen wir eben. Jetzt habe ich mir auch ein Elixier geholt, einfach weil, wenn ich da habe ich jetzt, es gibt einen ganz schönen Buff. Also es wird oft vergessen, so Elixiere. Aber die können wirklich das letzte Quäntchen rausholen, das man eben braucht, um zu überleben oder den Gegner zu töten. Läuft sie unten lang? Nee. Alter. Lol, im Auto-Hit, ey. Übel. Ich hole mir gleich was anderes. Wer ist denn das? Ach, Diana. Ja, also ich habe ehrlich gesagt noch nie eine gute Diana gesehen. Das, also ich halte jetzt nicht so viel von der. Also entweder niemand kann die spielen oder sie ist schwach, aber ich habe schon gehört, dass sie richtig übel stark sein soll. Daher zweifle ich einfach mal. Auf jeden Fall, die Nidalee macht richtig üblen Schaden. Ich konnte es jetzt gerade nicht zeigen, aber ihr habt ja gesehen, mit dem Slow, mit dem 60-70% Slow oder 80% sogar von der Leona, richtig böse. Aber es soll halt trotzdem Win jetzt gewesen sein, einfach, weil ich wirklich, ich habe zwar kaum CS, aber das kommt wirklich einfach, weil wir ständig eine Killlane gespielt haben. Voll Nunu, und ist eigentlich keine Killlane, die haben es einfach total scheiße gemacht, also wirklich.
ich von Apecho überhaupt gar kein Fan bin. Mag ich nicht. Wir haben viel zu viel AP. Es ist eigentlich jetzt gut, weil ich fett bin, ist es jetzt nicht so schlecht. Aber wenn ich nicht fett gewesen wäre, dann... Ja, geht alle weg. Du bist ja kein fetter Cho-Tank, ne? Hat er gerade den gefressen? Er hat doch schon 6 Decks gehabt, oder nicht? Ne, aber von AP-Cho bin ich eher kein Fan. Ich spiele eher einen AS-AD-Cho, muss ich sagen. Den mag ich sehr viel lieber. Nunu-Buff ist einfach zu geil. Neu. Komm, push den Hebetor halt. Vielleicht kommt ein Astral Ulti oder sowas. Ja. Also eigentlich ist das schon, wie gesagt, vollkommen gegessen. Also da müsste schon die übelste Disconnect-Welle oder sowas stattfinden, dass wir das noch verlieren. Ich bezweifle mal, dass sie kommt. Gut, jetzt habe ich auch meinen Platz da ready. Und ich könnte mir zwar jetzt auch Guardian Angel holen, aber ich bin wie gesagt kein Fan von Guardian Angel. Wirklich, weil die haben jetzt auch nicht, also wenn ich da jetzt nicht total verkacke, haben sie eigentlich nur Diana oder Leona, die mich wirklich in eine Bredouille bringen können, durch ihre Fähigkeiten. Und da Diana einfach nur richtig gümmelig ist, bezweifle ich, dass das passieren wird. Wer nimmt eigentlich die ganze Zeit meinen Red? Ach, der Cho. Jetzt spielt er auf einmal AS mit Jinzo. Also, check ich jetzt nicht so. Aber gut, jeder wie er mag. Ich farm auf jeden Fall jetzt erstmal irgendwie top. Die sind eh keine 5. Und dann kriege ich auch ein bisschen Damage auf meinem Platz, was da. Ja. Macht immer wieder richtig geilen Scheiß. Die ist wirklich so erbärmlich schlecht. So erbärmliche, schlechte Leute. Okay. Ich muss gerade richtig aufpassen. Das war jetzt. Ja, Killscheib gibt dem Panther. Also den einzigen Rank-Panther, den ich bisher gemacht habe, glaube ich, mit einem Vladimir. Habe ich übrigens kaum noch gespielt, kann ich auch mal spielen. Aber irgendwie habe ich in S2 kaum Glück damit gehabt. Also S2 hatte ich auch noch keinen Panther. S2 war halt an sich nicht so mein Fall. Es war gutes ELO erreicht, aber. Oh, böse. Habe ich sogar einen Assist für bekommen. Oh, und ein Rat sogar. Aber kaum Mana habe ich noch. Willst du mich verarschen?
fühle mich gerade richtig versucht, einfach AFK zu gehen, so wegen dem Magger. Aber ist mir jetzt auch egal. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ich solche Spasten habe. Scheißegal, ich kaufe jetzt irgendwas, noch ein Blutthirster, so. Letzter Tod musste noch mal sein. Jetzt hat er. Komm, Joe, stirb. Stirb für mich. Ulti. Winky Winky, das ist sein Name. Oh Mann, also die Diona hat wirklich arg gefeedet, aber der Ezreal war auch nicht vom Feinsten. Ja gut, danke, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch Spaß gemacht hat, abonnieren, kommentieren und bis dann. Bye bye.